Okay, Kniebeuge. Wir schauen uns jetzt mal an, wirklich Step für Step, alle wichtigen Schritte, ein umfangreiches Tutorial, wie man richtig Kniebeugen macht. Also Punkt 1, wir müssen erstmal unterscheiden, was es für Kniebeugen gibt. Wir reden hier ganz klar von Kraft-3-Kampf-Kniebeugen, also sowas wie Frontbeugen oder sowas wie SSB-Bar, Squat-Beugen, Hackenschmidt und sowas, das wollen wir alles jetzt gar nicht hier thematisieren, sondern wir reden davon von Low-Bar-Beuge und von High-Bar-Beuge. Okay, es gibt, wie gesagt, die Low-Bar-Beuge und es gibt die High-Bar-Beuge. Was ist der Unterschied? Bei der Low-Bar-Beuge wollen wir, dass die Stange mehr oder weniger, sagen wir mal, auf den hinteren Schultern abgelegt ist. Man sieht hier auf die hintere Schulter, wenn ich anspanne hier, wollen wir, dass die Stange dort aufliegt. Bei der Halberbeuge wollen wir die Stange natürlich ein bisschen höher haben. Und die liegt dann so, wenn man die Schulterblätter zusammenzieht, liegt hier oben auf dem Trapezius auf. Das kann natürlich ein bisschen variieren, um ein paar Zentimeter. Bei manchen liegt es noch ein bisschen höher, bei manchen liegt es noch ein bisschen tiefer. Als nächstes fangen wir jetzt von unten nach oben an, wie man das Schritt für Schritt alles macht. Wir fangen erstmal an mit den Füßen. Leider sehe ich immer noch zu viele Leute, die sich bei den Füßen überhaupt nicht wirklich darauf konzentrieren, wie sie stehen. Also sie gehen unter die Stange, machen ihre 1, 2, 3 Schritte zurück und stehen einfach. Aber der ganze Vorgang der Kniebeuge fängt bei den Füßen an. Wenn die Füße nicht richtig stehen, kann man eigentlich schon die ganze Kniebeuge vergessen, dass sie optimal läuft. Klar kann man Kniebeugen, aber wir wollen es ja optimal wie möglich haben. Das ist wie bei einem Haus. Wenn das Fundament nicht steht, dann kann man so hochbauen, wie man will. Es funktioniert einfach nicht. Bei den Füßen wollen wir darauf achten, dass Punkt 1, hier ist eine Wölbung. Alle haben diese Wölbung, dass diese Wölbung auch wirklich eine Wölbung ist. Bei vielen sieht man einfach nur, platsch, ist alles flach. Wie man diese Wölbung am besten hinbekommt, ist, indem man einfach die Zehen anzieht. Das heißt, wir wollen uns gedanklich einfach vorstellen, dass wir mit diesen Zehen, dass wir mit den Zehen den Boden krallen, den Boden festgreifen. Und das sieht man, flach, Bogen, flach, Bogen. Sobald ich anfange, mit den Zehen den Boden festzukrallen, dadurch ergibt sich automatisch dieser Bogen und den wollen wir die ganze Zeit beim Kniebeugen aufrechterhalten. Als nächstes wollen wir auf, man nennt sozusagen den Tripod, wie so ein Kamerastativ, wollen wir auch unsere Füße auf drei wichtigen Punkten feststehen haben. Punkt 1, unter dem großen Zeh dieser Ballen. Punkt 2, unter dem kleinen Zeh der Ballen. Und Punkt 3, die Ferse. Das sind die drei wichtigen Punkte, wo wir unseren kompletten Fuß drauf fokussieren wollen. Wie kriegt man das am besten hin? Indem man einfach, wir stehen, dann ziehen wir die Zehen erstmal an und verlagern unser Gewicht nach vorne. Also ob wir so ein bisschen nach vorne fallen und aber uns, also ob wir so ein bisschen nach vorne fallen, aber uns mit dem Fuß abstützen wollen, dass wir dann doch nicht umkippen. Also einfach nur, man steht, wir kippen ein bisschen nach vorne, dadurch bekommt man schon die ersten zwei Druckpunkte unter dem großen Zeh, unter dem kleinen Zeh. Als nächsten Schritt krallen, damit wir diesen Bogen aufrechterhalten. Und wenn das ist, halten wir vorne die Spannung, kippen ein bisschen zurück, damit wir dann Spannung auf Druck auf die Ferse bekommen. Nächster Schritt, wir wollen die Hüfte und die Knie öffnen. Okay. Hüfte und Knie öffnen. Vereinfacht gesagt, wir stehen und wir möchten einfach das Loch zwischen den beiden Beinen größer haben, wie so ein O. Wie machen wir das? Wir stehen wieder, machen wieder unsere Fußposition, wie wir es kennen. Und dann wollen wir die Knie nicht nach innen gekippt haben, weil wir wollen nicht mit den Knie nach innen, so kriegt man unglaubliche Schmerzen, sage ich euch, sondern wir wollen die Knie als wenn man O-Beine hat, öffnen. Das heißt, Füße schön den Arch, den Bogen aufrechterhalten und dann einfach nur die Knie nach außen rotieren. Also wir stehen und dann öffnen, zu, öffnen. Seht ihr diese kleine Lücke hier?
Die ist erst zu, jetzt ist sie auf. Und diese Spannung, wenn man das nach außen öffnet, kriegt man unglaublich Spannung auf die Abduktoren, vereinfacht gesagt auch einfach auf den Glut, weil wir wollen nicht so in die Kniebeuge gehen, sondern wir wollen die Knie nach außen haben und so in die Kniebeuge gehen, um so auch besser den Glut ansteuern zu können, um einfach mehr Spannung auf den Glut auch zu haben, um den im unteren Punkt, wenn wir dann unten sind, auch mit besser nutzen zu können, sicher für die Knie zu sein, die Wölbung im Fuß, die ich erklärt habe, aufrecht zu erhalten, um die Spannung auf den drei Punkten im Fuß aufrecht zu erhalten. Als nächstes geht es darum, richtig zu atmen. Bei vielen sieht man Folgendes. Habt ihr gesehen, was ich meinte? Die machen einen Schwack. Immer, fast immer, wenn man das bei Leuten sieht, die dann so atmen, wo sich die Stange nach oben bewegt, atmen sie fast immer in die Brust ein. Aber wir wollen beim Kniebeugen nicht die ganze Luft in der Brust haben, sondern wir wollen die Luft im Bauch haben. Und wenn man nämlich ordentlich in den Bauch atmet, bewegt sich die Stange keinen Zentimeter nach oben. Da kann man sich schon mal selbst kontrollieren, wenn man sich selber beim Squat filmt, bewegt sich die Stange am Anfang nach oben, dann atmet man falsch, bewegt sich die Stange gar nicht, dann sollte man fast immer richtig atmen. Wie bekommt man das jetzt hin? Punkt 1, was viele bei der Bauchatmung noch falsch machen, ist einfach, sie wollen ihren Bauch groß machen, aufblasen und dann einfach anspannen. Vereinfacht gesagt, wir stehen wie so einen schwangeren Bauch und spannen einfach an. Was passiert dadurch? Wir haben ein Hohlkreuz. Wir wollen aber kein Hohlkreuz haben. Dazu gibt es einen richtig guten Twill, den jeder innerhalb von paar Übungen, paar Versuchen direkt umsetzen kann und auch gelernt hat. Und zwar wollen wir nicht nach vorne atmen und den Bauch dann anspannen, sondern wir wollen gedanklich in die Seiten einatmen. Das sieht dann wie folgt aus. Man sieht, dass meine Hände sich beim Einatmen nach außen bewegen. Das nennt sich sozusagen der Sandwich Twill. Das heißt, wir wollen die Daumen sind sozusagen das Brot und hier drin ist dann das Fleisch vom Sandwich. Und das wollen wir einfach nach außen aufblasen. Also ich stehe, ich konzentriere mich gedanklich, dass ich die ganze Luft, die ich einatme, in die seitlichen Bauchmuskeln transferiere. Um das am Anfang zu üben, stellt euch vor einen Spiegel, haltet mit euren Daumen oder mit euren Händen, das ist vollkommen egal, in die Seiten rein und wenn ihr Luft holt, wollt ihr, dass die Hände sich nach außen aufschieben. Das muss keine Riesenbewegung sein, aber das sind 1-2 Zentimeter, wo man sieht, dass man ordentlich atmet und dann, wenn man die ganze Luft in den Seiten hat, dann spannt man an. Also Unterschied nochmal zu Variante 1. Dicker Bauch, Hohlkreuz und jetzt ist die richtige Variante. Ich atme nach außen, kein dicker Bauch, alles bleibt flach, kein Hohlkreuz. Und diese Spannung wollen wir die ganze Zeit beim Kniebeugen aufrechterhalten. Als nächstes gibt es immer noch die Diskussion, wie initiiere ich den richtigen Squat? Also soll ich zuerst mit der Hüfte nach hinten schieben oder soll ich zuerst mit den Knien nach vorne schieben? Optimalerweise ist es natürlich so, dass wir das simultan machen, dass wir die Hüfte nach hinten schieben und die Knie nach vorne schieben gleichzeitig. Ist für den Anfang vielleicht noch ein bisschen schwierig, egal in welchem Stadium man in der Fortgeschrittenheit jetzt sich befindet. Deswegen kann man sich das so ein bisschen vereinfachter merken. Und zwar, wenn man Low-Bar-Beuge macht, wollen wir in der Regel die Hüfte zuerst nach hinten schieben, damit den Squat, die Kniebeuge initiieren. Und wenn wir High-Bar machen, wollen wir zuerst in der Regel die Knie nach vorne schieben, um den Squat zu initiieren. Das sind jetzt Unterschiede von ein paar Sekunden. Wenn man zuerst die Knie nach vorne schiebt, wird sich automatisch auch die Hüfte nach hinten schieben. Wenn man zuerst die Hüfte nach hinten schiebt, wird sich eine Sekunde später auch automatisch die Knie nach vorne schieben. Aber einfach so als Hilfestellung für Leute, die das jetzt üben wollen. So, wir sind jetzt in der Low-Bar-Beuge. Die Stange liegt auf den hinteren Schultern. Wir atmen, wir haben die Füße ordentlich gesetzt.
Wir haben die Atmung richtig gesetzt und dann wollen wir, und dann mache ich es meistens so, dass ich, wenn ich beuge immer lower, dass ich erst ein bisschen nach hinten gehe, so eine Art kleiner Good Morning, und dann kann man sich nach hinten reinsetzen und automatisch werden die Knie nach vorne geschoben. So als kleiner Cue. Wenn man jetzt High Bar macht, dann sitzt man ein bisschen aufrechter, dann kann man auch einen kleinen Good Morning machen und schiebt die Knie nach vorne. Okay, als nächstes wollen wir das Unwacken und das Rauslaufen richtig perfektionieren. Viele sieht man beim Unwacken, die einfach nur drunter gehen, so ein bisschen ihre Spielereien machen und dann so soft rausgehen. Das Problem ist, wenn man dann relativ bei hohem Gewicht ist, dass wenn man soft rausgeht, das Gewicht sich unglaublich schwer anfühlen wird. Wenn man soft rausgeht, und dann denkt man sich, oh Gott, ist das fucking schwer. Was wir aber wollen ist, wir gehen runter, finden unsere richtige Position, egal ob jetzt High Bar oder Low Bar, platzieren die Füße ungefähr unter der Stange, dass wir mit dem Körper eine Linie haben mit den Füßen und mit der Stange. Und dann atmen wir schon richtig in den Bauch, so wie man es gelernt hat. Beim Einatmen tut man schon richtig mit dem Rücken in die Stange hoch reindrücken, um Druck zu erzeugen. Und dann will man explosiv mit den Füßen sich nach oben drücken. Dementsprechend ist es auch wichtig, wie man die Ablage ordentlich hat. Und zwar will man nicht, dass die Ablage zu tief ist, weil dann muss man sich irgendwie so drunter quetschen, das ist scheiße. Man will aber auch nicht, dass die Ablage zu hoch ist, weil dann hat man nicht richtig Spielraum, um richtig Stange nach oben zu drücken. Wir wollen, dass man, wenn man um die Stange geht, so ein bisschen in der Kniebeuge ist schon, so leicht gebeugt, damit man dann die Knie strecken kann und dadurch mit Druck nach oben die Stange rausbekommt. Greifen, gehen um die Stange, platzieren unsere Füße richtig, atmen in den Bauch, wie wir es gelernt haben, und dann wollen wir mit Druck die Stange nach oben aus dem Rack holen. Wie man richtig greift, ist tatsächlich einfach nur abhängig von deiner Schultermobilität. Bei manchen sieht man, dass sie ein bisschen breiter greifen. Bei ganz dünnen Mädels sieht man oft, dass sie einfach relativ eng greifen, also so wirklich neben ihren Schultern schon. Das ist aber wirklich abhängig davon, wie eure Mobilität der Schulter ist. Rauslaufen. Beim Rauslaufen ist es in der Regel am besten, wenn wir maximal 3 Schritte machen. Noch besser ist es 2 Schritte. Was man häufig sieht, ist, dass viele hier 5 Millionen Schritte nach hinten gehen. Dann haben sie nochmal hier die Füße nochmal irgendwie nicht richtig platziert und dann müssen sie nochmal machen. Das kostet unglaublich viel Kraft auf euren Körper und die Kraft fehlt euch dann am Ende bei der Kniebeuge. Was ihr stattdessen wollt, ihr stellt euch beim Unwacken schon so ein bisschen schulterbreit hin, wackt out und dann macht ihr einen Schritt nach hinten, habt kurz die Stabilität, macht 2 Schritte nach hinten und fertig und ihr steht. Das ist der optimale Weg, wie man richtig rausläuft. Man kann noch natürlich, wie es auch einige machen, machen 1, 2 und dann nochmal einen Schritt zur Seite, 3. Das kostet auch viel Kraft, ist aber auch noch vertretbar. Aber wirklich die beste Variante in meinen Augen ist, wir stehen, machen einen Schritt, haben das Gewicht unter Kontrolle, haben den zweiten Schritt und dann steht man. Man kann noch so ein bisschen, hier vorne mit meinem Fuß hier unten, so ein bisschen die Zehen entweder noch ein bisschen nach außen drehen oder ein bisschen nach innen drehen, wenn man das jetzt nicht richtig platziert hat. Wie man die richtige Schrittbreite herausfindet, ist auch wieder so ein Persönlichkeitsding. Aber es gibt eigentlich einen relativ guten Test dafür. Also wenn viele noch nicht wirklich mit ihrer Schrittbreite zufrieden sind, würde ich jetzt immer daran festmachen, wie eure Hüfte das überhaupt zulässt. Und zwar gibt es einen relativ einfachen Test, wie man sehen kann, wie eure Hüfte so ein bisschen gebaut ist. Und zwar, wenn wir uns hinlegen, möchten wir die Beine ranziehen und möchten gucken, wo kommen wir mit den Beinen bestmöglich, so weit wie möglich an den Körper ran, wenn man das so sieht. Also wenn ich jetzt die Beine bei mir relativ eng am Körper, also mittig am Körper habe,
habe ich noch sehr viel Abstand. Das heißt, meine Hüfte ist nicht dafür gebaut, dass ich beim Kniebeugen einen engen Stand habe. Wenn ich jetzt allerdings die Knie ein bisschen rausnehme und ranziehe, sieht man, dass hier der Abstand viel enger ist. Wenn ich noch weiter rausgehe, komme ich noch ein bisschen enger. Und das ist für mich auch, wenn man das sieht, ich stehe eng, komme ich gar nicht so tief, weil dann hebe ich hier mit den Fersen ab. Das heißt, der Stand ist für mich richtig scheiße. Mache ich aber den Stand, den ich immer mache, so wie ich gerade auf dem Boden gemacht habe, komme ich optimal tief. Und das ist so ein kleiner Cue, wie jeder herausfinden kann, wie er optimal stehen kann. Und jetzt sehen wir uns den kompletten Squat einmal allen Sachen, die wir heute gelernt haben, einmal an. Wie sieht dann alles, was wir heute gelernt haben, in einer kompletten Reihenfolge aus? Punkt 1, die richtige Breite greifen. Punkt 2, unter die Stange gehen und die richtige Position finden, wo man die Stange ablegen möchte. Punkt 3, schulterbreit stehen, Druck auf die Füße bringen. Punkt 4, richtig atmen und gleichzeitig schon, wenn man atmet, mit dem Rücken in die Stange reindrücken, um da einfach schon ein bisschen die Spannung aus der Stange rauszunehmen. Punkt 4, mit richtig viel Wucht nach oben auswaggen. Punkt 5, richtig rauslaufen. Punkt 6, die Füße richtig positionieren. Also wir wollen ein bisschen nach vorne kippen, um Druck auf den zwei Punkten unter dem großen Zeh und unter dem kleinen Zeh zu haben. Wir wollen mit den Druck wollen wir halten, dann wollen wir mit den Zehen den Boden krallen. Dann wollen wir ein bisschen zurück uns lehnen, um Druck auf die Ferse zu bekommen. Punkt 7, die Knie nach außen aufdrehen, die Hüfte nach außen aufdrehen. Punkt 8, ordentlich atmen, also in die Seiten reinatmen und dann den Bauch anspannen, sodass wir keinen dicken Bauch haben und auch kein Hohlkreuz haben. Punkt 9, einen kleinen Good Morning machen, um ein bisschen in die Vorlage zu kommen. Und Punkt 10, den Squat zu initiieren. So, was ist jetzt Punkt 11? Punkt 11 ist, wie wir von unten bestmöglich wieder nach oben kommen aus dem Squat. Bei vielen sieht man, wenn die unten sind, dass sie nach hinten schieben, dadurch unglaublich viel Druck auf den unteren Rücken bekommen, weil der muss ja jetzt das ganze Gewicht ausgleichen, weil wir jetzt nicht mehr in der optimalen Position unseres Körpers sind und dann irgendwie wie so einen halben Good Morning das Gewicht hochkrüppeln, was super ineffizient ist. Was wir stattdessen machen wollen, wir wollen so lange wie möglich unsere Knie nach vorne über die Zehen haben. Heißt, wenn wir unten sind, wollen wir nicht nach hinten wegschieben, sondern wir wollen unsere Körpermitte die ganze Zeit aufrechterhalten und unsere Knie so lange wie möglich über den Zehen haben, um mehr oder weniger gerade wieder aufzustehen. Dadurch bekommen wir viele Knieschmerzen, weil immer gesagt wird, ja, wir wollen die Knie rausnehmen, um einfach Knieschmerzen zu vermeiden, aber dadurch, dass man die Knieschmerzen angeblich vermeiden möchte, dadurch kommen die Knieschmerzen erst. Wenn man aber die Knie in ihrer naturalen Position nach vorne lässt, treten Knieschmerzen erst gar nicht auf. Heißt, wir gehen runter, schieben die Knie nach vorne, lassen die Knie nach vorne und gehen in einer geraden Linie wieder nach oben. Ganz, ganz wichtig. Das war es auch eigentlich vom Kniebeugen schon.